Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Ich möchte euch heute ein paar Raritäten von meinem Garten zeigen. Erdgeflüster. Ja, wir fangen gleich einmal mit der Klauenklette an. Man nennt sie auch noch Einhornpflanze. Das werdet ihr aber gleich sehen, warum. Sie ist drüsig behaart, sie klebt eigentlich an den Blättern und an den Blüten. Die Blüten riechen sogar richtig gut. Und es ist eine fleischfressende Pflanze. Kleine Insekten bleiben einfach kleben und die Pflanze verdaut sie. Die Früchte, wenn sie noch ganz jung sind, kann man sogar essen oder wie Gurken einlegen. Und das Besondere ist, wenn die Früchte reif werden, dann kommen die Klauen so richtig heraus. Hier seht ihr die Frucht, die ist noch ganz jung und grün. Und jetzt weiß man auch, warum sie Einhornpflanze heißt, weil es wie ein Horn ausschaut. Und die Früchte, wenn sie jetzt wirklich reif sind, springen sie auf und kommt sowas zum Vorschein. Die sind schon ein bisschen ausgebleicht vom Vorjahr, aber sie kommen ganz kohlrabenschwarz heraus von der Frucht. Und das ist das Besondere. Und die werden ganz gerne in der Floristik verwendet. Die zweite Rarität steht gleich hinter mir. Das ist der Milchorangenbaum, Osagedorn oder auch Maclura. Sogar die Blätter schauen schon richtig toll aus. Sie glänzen und sind eher groß und richtig ledrig. Aber das Besondere an diesem Baum sind die Früchte. Sie sind grün und schauen aus wie große Orangen. Leider genießbar sind sie nicht. Sie sind nicht giftig, aber nicht genießbar, weil sie relativ bitter sind. Aber die Besonderheit von diesen Früchten, sie wehren die Mücken ab. Und das ist ja auch schon was. Ja, sie riechen wirklich ganz leicht nach Zitrone und Orange. Und das Holz ist obendrein noch sehr, sehr hart und elastisch. Und es wird gerne verwendet für Bögen. Die Früchte, will ich noch sagen, die sind richtig schwer. Ja, die nächste Besonderheit ist dieser Blasenbaum. Er blüht von Juli bis August in langen, richtig schön gelben Rispen. Und er ist sehr, sehr beliebt bei den Insekten. Er ist hitze- und trockenheitsverträglich. Dann, nach der Blüte bildet er so aufgeblasene Früchte. Die haften sehr, sehr lange an dem Baum. Sie werden mit der Zeit braun. Ich glaube, man sieht es da schon irgendwo da oben. Ja, und schaut richtig hübsch aus. Gleich daneben seht ihr die Honigesche. Sie blüht im Juli und August überreich mit weißen Blüten und da summt und brummt es vor lauter Bienen. Die lieben dieses Gehölz. Sogar die Blätter duften aromatisch und die purpurnen Früchte, die, wenn sie aufbrechen, haben sie so schwarze Kügelchen drinnen, die sind sehr beliebt auch bei den Vögeln. Die Honigesche nennt man auch noch Tetratium oder Oiodia. Und sie kommt mit Hitze und Trockenheit super zurecht. Die letzte Rarität in diesem Video ist dieser Kleinstrauch. Er nennt sich Suhosine. Er ist zwar nicht winterhart, man muss ihn überwintern bei 0 Grad ungefähr. Und das Besondere an diesem Strauch, er bildet die Früchte am alten Holz entlang den Ästen. Die Äste sind vollgereiht mit diesen orangen Früchten. Die Blüten sind auch kugelig am Anfang. Und wenn die orangen Kügelchen richtig glänzen, dann sind sie erntereif. Und sie schmecken richtig fruchtig und knusprig. Eine wirkliche Köstlichkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked und abonniert uns und tschüss, bis zum nächsten Mal.